Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Death's Door. Das letzte Mal haben wir den Korsettkönig besiegt und jetzt bin ich wieder am Anfang der Map und habe hier immer noch diese Truhe, von der ich nicht weiß, wie ich rankomme. Und wenn ich hier ins Wasser falle, dann... Hier ist aber offensichtlich eine Leiter, deswegen gehe ich mal davon aus, dass man hier irgendwie das Wasser ablassen kann. Aber ich weiß halt nicht wie. Vielleicht muss man sich da auch einfach dann nach und nach rüberhangeln. Da ist auch so ein Knöpple. Vielleicht kann man das erst später machen, wenn man diese Hangelfähigkeit hat, darüber zu kommen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal mit unserem Kumpel hier zurückgehe. Und wir versuchen herauszufinden, wie wir weiterkommen. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir aufsprengen können. Wir haben im Froschgebiet auch immer noch diesen einen Altar. Da habe ich auch gerade versucht hinzukommen, aber ich weiß nicht wie. Deswegen habe ich es einfach getrost aufgeschoben, wie man das halt so macht. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir haben ja immer noch nicht alle Fähigkeiten. Vielleicht erschließt sich das uns dann ganz automatisch, wenn wir alle Fähigkeiten haben. Oder wenn wir eine weitere Fähigkeit haben. Vielleicht reicht das ja schon. Währenddessen möchte ich hier aufpassen, dass ich möglichst alles finde. Das heißt, hier muss es auch noch irgendwo aufsprengbare Mauern geben. Ich weiß nur gerade nicht mehr wo. Ich glaube ziemlich am Anfang einmal. Und ansonsten... Ach, da unten. Da unten ist einmal was. Machen wir doch gerade mal. Yeet! Nice, nice. Ach, Gott sei Dank, da kann ich was hinpflanzen. Wieso ist da eine Tür? Was bringt mir diese Tür? Moment, was ist das? Das ist keine normale Tür. Oh Gott! Ist das eine Challenge-Tür? Kriege ich dann mehr... Nee, irgendwas Neues? Oh Gott! Au, das war ja unfair. Ich brauche Magie. Oh Gott! Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich gehofft hatte. Mist, 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 Mist. Ah, ich kann mich daraus befreien. Ah, okay. Das ist wiederum cool. Au! Oh mein Gott, stop! Ah! Noch ein Treffer und wir sind tot! Ah, damit. Der ist ganz schön tanky. Warum hält er so viel aus? Ist das erst fürs Late Game? Ich versuch's nochmal. Einmal probiere ich's noch. Sollte ja machbar sein. Ach Gott. Fängt ja hervorragend an. Aber da war ein Bombensymbol drauf. Vielleicht ist das ja das Zeichen, dass ich tatsächlich mit Bomben werfen soll. Ah. Der Windup ist riesig. I don't know. Ich meine, er leuchtet ja, dass er Damage kriegt, wenn ich ihn anschieße. Ah. Mist. Ich finde immer noch, man sieht nicht gut genug, in welche Richtung der Gegner sich jetzt bewegt und angreift. Das war knapp. Da, das... Dieser Turn, den verstehe ich nicht. Den kann ich nicht erkennen. Na gut, einmal probiere ich es noch und dann lasse ich es erstmal sein. Vielleicht brauchen wir einfach höhere Damage-Zahlen. Kann ich das jetzt direkt retryen? Nee. Das hat getroffen. Okay. Moment, das zählt nicht. Der Versuch zählt nicht. Bring mich um, los! So, jetzt noch ein Versuch, dass ich wirklich mal eine gute Chance habe und nicht direkt beim ersten Angriff auf die Schnauze krieg. Aber ich schätze, wenn ich beim ersten Angriff auf die Schnauze kriege, dass ich den Rest dann auch nicht schaffe. Ist wahrscheinlich logisch. Da, dieser Turn.
Okay. Gut, reicht. Probieren wir später nochmal. Das probieren wir später nochmal. In aller Ruhe. Heieiei. Verlassen. Wir wissen jetzt, dass es da ist. Wir können es jederzeit wiederholen. Wir müssen nur hingehen. Merkwürdig trotzdem, dass der so viel tankt. Ich will eigentlich wissen, was der uns gibt. Der gibt uns bestimmt was richtig Gutes. Oder was gar nichts wert ist. Alles möglich. Bin gespannt. Irgendwann werden wir ihn besiegen. Doch einfach jetzt nicht. Das heißt, ich sollte vielleicht tatsächlich jetzt auf einen physischen, also auf einen Nahkampfangriff spielen, um möglichst viel Schaden an ihm machen zu können, weil ich glaube, Speed ist da nicht mehr so gut. Als Brute Force. So, da komme ich auch noch nicht ran. Hier müsste es ja irgendwo... Da waren wir noch nicht. Ist das neu? Ist das beim Friedhof? Hat der gebuddelt? Hat er tatsächlich gearbeitet? Das gibt's ja nicht. Gibt's jetzt Secrets? Hey, mein Dudster, lange nicht gesehen. Du hast mich wirklich auf Trab gehalten. Wenigstens ist es gut, wenn man etwas hat, worauf man sich konzentrieren kann. Die Toten auf die letzte Reise zu schicken, mag deprimierend erscheinen, aber mir gibt es immerhin einen Daseinszweck. Okay. Ich kann da nicht rein. Das macht mich ein bisschen traurig. Und da ist auch noch so eine komische Tür. Die ist bestimmt auch noch wichtig, sonst wären da nicht so viele Aussparungen. Hm. Vielleicht die Tür über... Na gut. Dann eben nicht. Ich dachte, da kann man rein. Schade. Dachte, ich habe jetzt voll das krasse Secret gefunden. Na gut, dann auf zu dem Rabentypen. Krähentypen meine ich natürlich. Raben, Krähen, ach, alles das gleiche. Alles das gleiche Unkraut. Da kommen wir auch nicht hin. Wir haben nur noch den Teleporter nicht. Den schalten wir wahrscheinlich erst ganz am Schluss frei. So. Mein Dude. Und noch ein bemerkenswerter Sieg. Dein Mut und deine Beharrlichkeit imponieren mir, Grünschnabel. Ich muss es noch einmal sagen, ich sitze hier jetzt schon so lange fest und habe im Vergleich zu dir so wenig ausrichten können. Du hast dieser alten Krähe Hoffnung gegeben, zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren. Nur noch eine Riesenseele, dann öffnen wir die Tür des Todes. Ich schlage vor, du gehst Richtung Westen. Auf dem Gipfel des Berges findest du ein uraltes Untier aus früheren Zeiten. Genau wie in Breath of Fire 3. Na gut, Westen. Aber wir sind doch schon mal nach Westen gegangen. Oder muss ich jetzt hier lang? Kann ich jetzt hier lang, ist die Frage. Villa der Urnenhexe, dann bin ich hier nicht richtig. Und hier hinten brauche ich auch noch einen Schlüssel, in den ich nicht reinkomme. Ah, es gibt so viel zu tun. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das schien am Anfang sehr linear zu sein, aber scheinbar gibt es hier noch relativ viel zu tun außenrum. Mit dem Turm da und dem wahrscheinlich verschlossenen Grab, das wahrscheinlich irgendwann aufgeht. Dann diese Side-Area, die wir gerade versucht haben und kläglich gescheitert sind. Okay, aber wie gehe ich denn dann nach Westen? Ach so, beim Friedhof dann wahrscheinlich. Oder nicht? Ja, muss ja dann beim Friedhof weitergehen. Sonst habe ich ja keine Wahl. Aber ging es da weiter? Ich weiß, wir haben da drüben ein Item gefunden. Oder mehrere Items, aber ich weiß nicht mehr. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Hier sind wieder diese Schlüsselwächter, die Wächter der Türen. Hier waren wir überall schon. Ach, kamen wir hier nicht weiter. Ach, wir kamen hier wegen dem Feuer nicht weiter. Hier geht es zum gestrandeten Seemann. Okay, und was ist hier drin? Hast du den Zwilling des Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt.
Verstehe ich immer noch nicht. Ah! Und da unten komme ich jetzt erstmal nicht hin. Hätte ich dann jetzt auch erstmal hier lang gekonnt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt durch Sachen in die Luft sprengen. Und wäre dann einfach nicht weitergekommen. Fällt mir ein, dass bei der Urnenhexe, glaube ich, auch noch ganz viele Sachen waren, die ich sprengen konnte. Ich müsste eigentlich alles nochmal ablaufen. Aha! Aber I don't know. Ist das rot oder ist das grün? Das sieht man noch nicht, ne? Gibt eine Möglichkeit, das rauszufinden. Wir watscheln hin. Oh! Nice Sandstein! Oh, schön. Ah! Oh Gott, er schlägt einfach mehrmals. Den hatten wir auch schon mal, den Gegner. Ich muss mich... Ah! Ist nur für mich wieder ein paar Tage her. Deswegen muss ich erstmal wieder reinkommen. Oh Gott. Ha! Ha! Au! Das war unfair. Da war ich nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, er killt mich jetzt noch. Das wäre ja peinlich. Haha. Hihi, hoho. Bitte gib mir Leben. Und keine Feinde. Heilt mich eigentlich so ein Schrein? Wahrscheinlich nicht. Bist du rot oder bist du grün? Rot! Krieg ich denn nicht jetzt schon Mana? Der alte Schrein überreicht den Brückstück. Der vollständige Kristall füllt deine Seele mit Macht. Dadurch erhöht sich deine magische Kapazität. Nice Stein, jetzt haben wir 5. So ein HP wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber besser als nichts, schätze ich. Und Magie macht uns ja tatsächlich auch viel stärker, aber wir sind ja schließlich Mager. Magier, sag mal. Mager Magier. Ah, guck mal, unser Blut. Schön. Ich glaube, wir finden gleich mal eine Tür, dass ich nochmal zurückgehen kann, ein bisschen skillen kann. Hm. Ich überlege in meinem Kopf die ganze Zeit, ob es irgendwo einen Heilaltar gab, den ich übersehen habe. Und es fehlen ja noch, ach, noch, es fehlen noch zwei, okay. Wäre es so oder so egal. Da unten ist wieder so ein Anker. Ich schätze mal, das ist die nächste Fähigkeit, die wir kriegen. Da ist noch was drin. Ja. Hab ich gewusst. 10 Stück haben wir jetzt. Ah, Laternen. Wir sollen nach Westen, also gehe ich ja offensichtlich hier lang. Aber hier ist nichts. Da oben glitzert's. Da komme ich dann runter. Da muss ich mich wahrscheinlich erstmal rüber Grappling hucken. Sobald ich einen habe. Ich schätze echt, ich krieg hier einen. Guten Tag, die Herren. Lasst euch nicht stören. Die kann man bestimmt angreifen. Ich habe nur gerade einen HP, deswegen würde ich das ungern machen. Oh! Unser Kumpel! Der gestrandete Seemann, westlich der Tür. Sei abermals gegrüßt, Schnabelnase. Wie schreitet dein Abenteuer voran? Gelegentlich lenke ich meine Schritte zum gestrandeten Seemann, wenn mein Vorrat an Jeffersons delikater Suppe zur Neige geht. Er ist ein komischer Kauz, aber kochen kann er fantastisch. Hast du noch mehr zu sagen? Nein. Habt ihr hier auch Türen? Ich sterbe. Ach, schön hier. Sehr friedlich. Riecht doch überhaupt nicht nach Tod. Was Glänzendes. Ein Abenteuerjournal. Es ist ganz schön feucht, die Seiten kleben zusammen. Ugh. Die frühen Kapitel dieses durchnässten alten Journals erzählen die Geschichte, wie jemand auf dem Meeresgrund durch eine riesige Tür gesaugt wurde, auf einer Bergspitze strandete und dort ein neues Leben anfangen musste. Die späteren Kapitel beschreiben nur die Freundschaft des Autors mit einem Tintenfisch. Okay. Ein Teddybär. Müssen wir auch noch hin. Ach, schön, schön. Schön, 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 schön. Alles ganz schön wholesome hier gerade. Wahrscheinlich passiert gleich was Schreckliches. Hier ist wieder so ein Enterhaken, der mir nichts bringt. Noch nichts bringt. Ich dachte, das da rechts wären riesige Möhren. Ey, den kennen wir auch. Noch was, was glitzert.
Eine alte Maske des Dieners. Ach, stimmt, die hatte er auf. Der Diener ist jetzt wohl einem neuen Herrn ergeben. Diese geschnitzte Maske ähnelt dem Froschkönig. Viele der Diener, die dieses Land bevölkern, sind nicht sehr klug und wünschen sich einen Anführer, der ihnen die Richtung vorgibt. Oft zeigen sie ihre Loyalität, indem sie eine Maske tragen, die ihm ähnelt. Der unerschütterliche Bund zwischen Herr und Diener gleicht nahezu einem Kult. Hallo wieder, Vögelchen. Ich überall kommen herum, sehen viele Dinge. Wetter draußen sehr schön. Lieben, lachen, leben. Das alles, was Diener wollen. Ach, schön. Jeffson machen leckere Suppe. Er habe dunkel Geheimnis, nicht viele Leute wissen. Aber Diener merken sofort. Jeffson gar nicht Koch. Aber Diener seien das egal. Suppe schmecken lecker. Oh oh. Frag mich, aus was die Suppe gemacht ist. Wahrscheinlich aus Krähenfüßen. Halle der Türen. Erneut. Ich frage mich, wie es wohl wäre, in Freiheit zu leben und zu wissen, dass man irgendwann sterben muss. Ist ziemlich nice, ja. Setzt einen nicht unter Druck oder so. Hi! Beweglichkeit des Schnittes. Kann schneller ausweichen, Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Gar nicht so geil. Ich denke, ich will die beiden Sachen hochmachen. Wobei, jetzt habe ich gerade... Ja, ich mache jetzt zweimal auf Stärke, weil ich gerade 1000 Punkte eben hatte. Das hat sich sehr gut angeboten. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Dann machen wir jetzt wenigstens ein bisschen Damage. Auch wenn wir einen einfachen Multiplikator haben wegen unserer Waffe, aber... Wir könnten ja auch den Hammer nehmen, aber der Hammer, der ist so slow. Es lohnt sich einfach nicht. Ich komme mit dem leider nicht so gut klar, auch wenn ich es gerne würde. Aber es funktioniert einfach nicht so gut. Aber Jago, du kommst ja schon mit dem Schwert nicht klar. Jo. Oh, Betty, meine liebe, schöne Betty. Hallo? Ich werde niemals wieder lieber erfahren. Okay, cool. Mein Dude. Oh, ein Zwarbahner. Hey, von dem haben wir das Journal gefunden. Der hat einen Tintenfisch hinten drauf. Oh, ein Zweibeiner wie ich. Sei gegrüßt. Ach nee. Hamburger macht mehr Sinn, ne? Ich heiße Jefferson und bin ein bescheidener Gast mit meiner Schwäche für Meeresfrüchte. Stets zu Diensten. Dürfen diese menschlichen Hände dir heute ein köstliches Mahl zubereiten? Klar. Primo, eine köstliche Mahlzeit wird prompt serviert. Ich liebe es, mit meinem vielfingerigen Säugetierhänden zu... Ich liebe es, mit meinen vielfingerigen Säugetierhänden Essen zuzubereiten. Der ist tot. Guck mal, der ist ganz grau. Jetzt sehe ich es erst, seine Augen sind tot. Wir sprechen mit dem Tintenfisch. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen, während... Hamburger. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen, während du dich stärkst. Man spricht von einem Geheimnis im Badezimmer der Hexe. Wenn du ein bisschen reflektierst, wird sich dir sein Versteck vielleicht erschließen. Im Keller der Hexe ist einiges los, schon bevor du zu den... Bevor du den zentralen Brennofen erreichst. Ein verirrter Ochsenwagen gibt dir vielleicht sein Geheimnis preis. Scheint ein gelenkiger Junge Zweibeiner zu sein. Du kannst dich doch bestimmt durch ein Abflussgitter zwängen. Man gelangt wohl durch ein Abflussrohr in den überwucherten Ruinen zu einem Gefängnis. Mehr kann ich dir gerade nicht sagen. Ach, der sagt uns dann Secrets. Schön. Okay, cool. Behalte ich mal im Hinterkopf, dann können wir die Sachen irgendwann mal abarbeiten. Aber jetzt erstmal voran. Was haben wir denn hier? Hier geht es zu den Berggipfeln über Burg Schlüsselstein. Oh, Schlüsselstein klingt wichtig. Ich gehe mal nicht hier lang, weil da geht es nicht weiter. Aber hier hinten muss ja was sein. Vielleicht auch nicht.
Aber cool, dass es hier einen NPC gibt, der uns Tipps gibt. Was ist das? Ein Zweihänder. Cool. Ja, hallöchen, ein Reisender wie ich. Lass mal hören, wie läuft's mit deinem Abenteuer? Kennst du spannende Geschichten, die ich in einem Lied verwursten könnte? Ich latsche hier nämlich durch die Berge, um Inspiration für mein nächstes Meisterwerk zu tanken. Es heißt ja, dass oben auf dem Gipfel ein Monster haust. Kaum zu glauben, was? Der Saufbruder, der meinem gestrandeten Seemann abhängt, jammert drum, weil sich das Biest seine Liebste gekrallt hat. Zieh dir das mal rein. Also nehme ich an, dass da oben eine epische Ballade für mich rausspringt. Wenn ich nur diese dämlichen Felsen zertrümmern könnte, die den Weg versperren. Oh, gäb's doch nur jemanden, der mir helfen könnte! Hasste Töne! Das hat voll reingehauen, du hast es sowas von drauf! Vielleicht bist du ja die Inspiration für meine nächste große Nummer. Oh ja, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mitkommen und für dich deine nächste große Nummer sein. Bis denne! Hm. Hier sind noch mehr Laternen. Da ist wieder unser quasi Gott. So, hier glitzert was. Ach, das ist wieder so ein Samen. Hier ist überall Kristall. Kann ich den wegschlagen? Ach, den kann ich wegschlagen. Interessant. Aha, aha. Ist das hier etwa ein Secret? Das ist ein Teleporter, das heißt, mit dem Teleporter komme ich erst nach ganz oben. Aber na gut. Zumindest schon mal ein bisschen was. Oh, wie gemein wäre das, wenn bei der Hexe der Teleporter wäre in dem Badezimmer. Und wir waren ja kurz in dem Badezimmer, aber haben nicht viel gemacht. Weil ich dachte, ja gut, dann geht's da halt nicht weiter. Ich dachte, es wäre so ein Flavorraum. Denke ich. Glaube ich. Dachte ich das? Ich weiß es nicht mehr. Alles schon wieder fast eine Woche her. Huh. Bist du das Monster? Weil du bist schon eine echte, eklige Monstrosität. Bäh. Na gut, gehen wir da lang. Irgendwo müssen ja auch mal wieder Gegner auftauchen. Wobei das mit der chillten Musik wahrscheinlich nicht so schnell der Fall sein wird. Oh, da hinten ist Anolondo. Interessant. Interesto. Aha, aha, aha. Jetzt bin ich gespannt. Ein Schalter. Was für ein Rätsel. Na gut, dass ich das geschafft habe. Das war ja sehr bewältigend. Huch, da ist er wieder. Da bist du ja, Kumpel. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mitkomme. Wir müssen anscheinend erst durch diese alte Festung spazieren, wenn wir auf den Berg wollen. Naja, und wenn ich wir sage, meine ich eher dich. Ich hänge einfach hier ab und schraube am Text für meine nächsten Ohrwurm. Sag Bescheid, wenn du einen Weg nach oben findest. Na, Klärchen. Mein Bärchen. Ich darf dich doch Bärchen nennen, oder? Schließlich sind wir jetzt zusammen. Oh. Okay, das war erstmal nicht so schlimm. I see. Oh. Dammit! Moment. Also hier drauf schlagen, damit es wieder runterfährt. Hier drauf schlagen, damit es wieder runterfährt. Und dann hier drauf schießen, damit es hochfährt. Und dann hier rüber. Ist hier ein Secret? Ne. Aber da oben ist nichts, ne? Da hinten sind die Enterhaken. Okay. Und da oben ist ein Weg. Hm. Okay, au! Das Feuer hat mir da Schaden gemacht. Was? Das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz. Kann doch nicht. Kann doch nicht sein. Oh. Oh, die sind neu. Ah, ich wollte gerade sagen, da kommt doch noch ein Schlag, oder? Nee. Verreck, verreck, verreck.
Schieß! Okay. It do be working. Sehr gut. Okay, hier oben ist... Ach, hier ist schon der erste. Jetzt geht er flott. Mir ist so kalt. Ah! Oh, da ist wirklich kalt. Hm. Meint ihr der... Oh, da oben liegt der Enterhaken oder sowas. Ne, das ist ein Kopf von der Statue. Kopf von so einem Schlüsselfürsten. Meint ihr, das nächste Biom ist ein Eisbiom? Weiß nicht, wie ich drauf komme. Einfach so eine Vermutung. Hi, Schneckchen. Da geht's nicht weiter. Hier ist eine riesige Halle. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir doch mal erstmal hier rein. Ah, hier geht's zum Dungeon-Boss. Später. Und vor allem zum Item. Viel wichtiger ist zum Item. Ah, und Samen. So viele Samen. Ich könnte wirklich wahrscheinlich alle Dinger bepflanzen. Wenn nicht noch mehr. Ne, ich schätze mal, wir kriegen pro Ding einen Samen. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Aber ich komme trotzdem da oben weiter. Da komme ich dann mit dem Teleporter hin. Hm. Okay. Au! Ich dachte, ich komme schnell genug durch. Ah, ich darf mich nicht treffen lassen. Wenn sonst nichts weiter ist. Hup. Ein Schlüssel! Aber wo bringt der mir jetzt was? Wo kann ich weiter? Weil da oben kann ich nicht hin. Dafür müsste ich einen Hopser oder so machen. Hm, vielleicht komme ich da dann irgendwann raus. Hm. Also tippe ich mal darauf, dass wir nach links unten jetzt, also hier nach links müssen. Na, mal gucken. Noch ein Schlüssel. Und da ist ein Schlüsselloch. Zufälle gibt's? Mensch. Da ist noch ein Ausgang, hier ist noch eine Pflanze. Noch ein Samen. Meine Güte. An den Schlüssel komme ich aber scheinbar noch nicht ran. Und hier oben werde ich wahrscheinlich auch nicht weiterkommen, weil ich nämlich... Ach, hier ist ein Hebel. Okay, Moment. Was macht der? Ach, der macht die Tür da rechts auf. Okay, gut, gut. Schon mal ein bisschen Fortschritt gemacht wieder. Mit dem Schlüssel können wir unten zur Tür rein. Das ist auch schon mal gut. Hallo? Ich meine. Ja, komm. Nimm es. Ja, ich hab's gewusst. Nein, ich konnte nicht schlagen. Komm her. Okay. Alles nicht so schlimm. Oh, die haben andere Masken jetzt, sehe ich es auch erst. Ah! Ah! Boah, bei dem Screenshake sehe ich immer nichts. Da ist er. Komm her! Ah, Mist. Komm her! Geht doch. Gut, dass ich mich geheilt habe. Ich hätte es zwar trotzdem überlebt mit einem HP, aber ich wäre nervöser gewesen und wäre vielleicht dann gestorben. Also ist schon gut, dass wir das benutzt haben. In dieser Festung habe ich vieles über die alten Lords der Türen erfahren. Ich mache mir aber immer noch nichts aus ihnen. Okay. Was genau soll mir das jetzt sagen? Oh, wir werden den Teleporter hier kriegen. Hä, ich dachte, wir kriegen den Enterhaken. Hm. Kriegen wir vielleicht zwei Gadgets hier? Das wäre aber merkwürdig. Oh, mein Blümchen. Gut, wir gehen erstmal hier oben weiter. Weil wir eben gerade hier oben sind. So.
Okay. Was steht hier? Hier liegt Lord Schlüsselstein. Der erste Lord der Türen, der mit dem Tod ein Abkommen traf. Aha. Sein Vermächtnis ist unermesslich und seine Herrschaft absolut. Ein eiskalter Herrscher, der die Macht festigte und später den Grundstein für die Halle der Türen legte. Ist dem so, ja? Aber was für ein Abkommen hat er getroffen? Ah, okay. Interessant. Wo bin ich jetzt? Irgendwo, wo ich noch nicht weiterkomme. Na gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter zurück. Und da schaut er uns auch an. Das ist aber gruselig. Ist das denn dann... Meint ihr, das ist das Monster, das auf uns wartet hier? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Na, gucken wir mal. Moment, wo muss ich jetzt lang? Hier rechts, ne? Ja, genau, da ist er jetzt offen. Halt, sie hat sich bewegt. 10 Jagen zum Frühstück und Mittag... Nein. Süß. Macht sich wirklich Gedanken. Oh. Laser mich nicht! Okay, die Laser fangen ja richtig spät an. Bam. Oh. Okay, der zielt wirklich auf uns. Das ist gut. Dann innerer Kreis. Hier um die Ecke. Der letzte ist da drüben. Eieieiei. Oh, das war nicht schlau. Moment. Huh. Knappe Kiste. Hätte gefehlt, hätte es mich erwischt. Hätte ich nochmal machen müssen. Ich schätze mal, immer wenn der Laser trifft, dann müssen wir von vorne anfangen. Oh Gott! Einfach in den Tod gestürzt. Cool. Ich kann doch... Ha! Ist halt easy. Nein, ich hab keine Ahnung mehr. Oh nein! Mann, ich kann einfach auf die Plattform gehen. Dann schlagen. Und dann nicht runterfallen. Und nicht gelasert werden. Und dann kann ich mich hier direkt heilen. Schön. Sesam, öffne dich. Warum eigentlich Sesam, öffne dich? Wer kam denn auf diese Idee? Ach du Kacke. Bogenschützen. Okay, hat funktioniert. Hier, das hier. Ah, oh, ist ausgewichen. Okay. Ah, Mist. Verreck, 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 verreck. Ist egal, ist egal. Gut, hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte, aber es hat funktioniert. Hier liegt Lord Arthur. Der erste Nachfolger im Geschlecht des Lords. Seine Machtübernahme verlief glatt und seine Herrschaft basierte auf dem Konzept der Gleichheit. Man änderte sich an seinen fairen Charakter und daran, dass er bessere Arbeitsbedingungen für die Schnitter einführte. Ey! Hartz IV, sweet! Gut, ist keine Arbeitsbedingung. Verkackter Joke, egal. Mein Leben geht zu Ende, aber dieser Lord will ewig leben. Fair ist das nicht. Ah! Das heißt, der aktuelle Lord der Türen ist also korrupt. Weil der erste, der hat einen Pakt mit dem Tod ist mit dem Tod einen Pakt eingegangen. Und hat dafür gesorgt, dass die Schnitter Arbeit haben. Warum auch immer er das gemacht hat. Was auch immer dabei für ihn rausgesprungen ist. Irgendwas wird er ja bestimmt bewerkstelligen wollen. Der zweite Lord der Türen, hier Arthur. Komme ich nicht rüber, interessant. Hat für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt. Der aktuelle Lord der Türen, der sorgt ja eher gerade für nicht wirklich irgendwas Tolles. Wie komme ich jetzt weiter?
Seltsichsam. Very seltsichsam. Hier muss irgendwas sein, noch. Ha. Hier ist... Nee, hier ist tatsächlich nichts. Da ist der Kopf der Statue. Und uns fehlt noch ein Pinguin. Aber wo ist dieser Pinguin? Hier vielleicht? Nee, da war ich schon. Ist jetzt hier die Tür offen? Wie kriege ich die Tür auf? Ach, das ist wahrscheinlich später erst, ne? Was habe ich übersehen? Gehen wir trotzdem nochmal hier lang. Ne, wobei, hier war ja ein Pinguin, ne? Genau, den haben wir ja befreit. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, hier war einer. Und ja, ich weiß, dass es Krähen sind, aber sie sehen halt aus wie Pinguine. Aber wo ist denn dann der Rest? Also der letzte. Einer fehlt ja noch. Und offensichtlich bin ich blöd und blind. Tentakel und Augen machen auch Flügel. Nö. Moment, wir gehen erstmal nochmal hier lang. Ah! Ach, die fangen einfach periodisch an. Die scannen mich nicht, sondern schießen einfach. Okay, okay. Auch hier ist nichts Spannendes. Hier haben wir gerade eben gekämpft. Aber da komme ich nicht hoch. Da muss ich irgendwie anders hin. Wahrscheinlich über den oberen Stock. Aber wo ist der... Wir haben ja nur drei Typen. Oder liege ich falsch? Hier ist ja nichts mehr, ne? Nee, ist kein Weg. Hier hatten wir den Schlüssel her, den wir gebraucht haben, um an den einen Pinguin ranzukommen. Hep! Schade. Hätte ja funktionieren können. Na gut, dann gehen wir den ersten Weg nochmal lang. Ich meine, mir bleibt ja jetzt sowieso nichts anderes übrig, als alles nochmal abzulaufen. Da oben komme ich nicht ran. Also komme ich schon ran, aber es bringt mir nichts. Gut. Hier hatten wir das Rätsel. Und dann den ersten Kampf von dem Pinguin, oder? Ja. Und den haben wir gemacht. Dann kamen wir hier wieder raus. Bin ich blöd? Was ist hier drüben? Nichts, was mir irgendwie weiterhilft, scheinbar. Außer hier oben versteckt sich noch... Ah, hier ist noch ein Weg. Hier sind zwei Wege. Uff. Das ist natürlich schon echt peinlich. Upsi. Mein Fehler. Komm ran! Mist. Au! Kenner. Ja, da war ich zu gierig. Au! Oh oh. Mal weg! Oh, du bist nicht der Letzte. Nein! Oh! Shit! Ich dachte, das wäre so ein normaler Bogenschütze, der nicht so schnell schießt. Da mich! Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Wir wissen außerdem, wo der letzte Pinguin ist. Und jetzt wissen wir auch gleichzeitig. Haha. Dass wir gleich den Enterhaken kriegen. Das heißt, danach können wir den Rest vom Schloss erkunden. Oh, da freue ich mich schon drauf.
Aber dafür müssen wir erstmal den Kampf hier schaffen. Und danach müssen wir den Fight für den Enterhaken auch noch schaffen. Also die Truhe. Kannst du noch so viel rumfliegen, wie du willst? Au! Der rennt mich einfach über den Haufen. Oh! Okay, schön meine Optionen genutzt. Der muss weg. Der lebt immer noch. Meine Güte. Verreck, verreck, verreck. Gut. Pinguin! Begraben neben den alten Lords. Manch einer würde das wohl als Ehre betrachten. Für mich ist es eine Tragödie. Kann ich dir nicht verdenken. Mein kleiner gefiederter Freund. Ist fast schon ein Bruder für mich. Ach. Du musst mir so schnell entrissen. was zum Heilen brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir gehen die Kristalle wegschlagen und dann hier rein. Ah, ich war einfach nur blöd. Ach so. Na, das gibt natürlich Sinn. Gibt Sinn? Er gibt Sinn. Oh Gott. Zu meiner Verteidigung, hier ist gerade keinerlei Luft in diesem Raum. Und wenn das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird, dann ist es halt schlecht, ne? So, rein da. Nimm dich in Acht, lebender Schnitter. Mach ich immer. Ich gehe mal davon aus, dass die Truhe da oben ist. Ich gehe davon aus, dass ich richtig liege. Oh, Baby. First try. Passt auf. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Blablabla. Klonk. Mit dem Gesicht voran. Oh, die Musik hier ist so gut. Oh, der ist neu. Okay, bei denen muss ich vorsichtig sein. Die haben ein ganz seltsames Angriffsmuster. Eins. Oh nein! Ich will hier weg. Wow! Okay. Mist. Oh, das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Zwei. Heck. Oh nein! Kurz vergessen, was das eigentlich ist. Oh, Mist. Ich häng fest. Der muss weg. Okay. So, die sind absolut kein Problem. Ich muss einfach nur schlagen. Zwei, drei, meine ich natürlich. Ist das nur der? Was? Dass der getroffen hat, war... Nein! Dass der mich getroffen hat bei dem einen Mal, war Quatsch. Dass er mich jetzt am Schluss getroffen hat, das war richtig. Weil da konnte ich nicht... Also da bin ich nicht gerollt. Aber bei dem anderen bin ich gerollt und da... Hat mich trotzdem erwischt, das ist doch zum Kotzen. Ich hab Angst vor dem Mage. Oh! Feuer! Oh! Pfeil! Mist! Nein! Okay. Eins. Nein! Ah! Wieder zu gierig. Okay, einer ist tot.
Ist ja nix. Okay, ich hätte vielleicht den Mage schlagen sollen. Gut, gut, gut. Ausweichen. Ist ja nix. Die Töpfe müssen weg. Wobei, die kann ich eigentlich als Munition benutzen. Ich hätte lieber nur einen Top. Okay, nice. Letzten Top da hinten. Und bam. Okay, okay. Ich hab das. Nein! Das ist irgendwie weird. Und weg. Yes! Yes, 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 yes! Yes! Ach, schön, schön. Ein Geschenk von Krähe zu Krähe, das dir bei deiner Mission helfen soll. Wieder eine viel zu große Krone. Jura! Die Bewegungen sind so süß von der Krähe, ist so geil. Hakenschuss-Zauber! Drücke nach unten, um den Hakenschuss-Zauber zu wechseln. Ja. Ah, der ist instant. Und der kostet kein Mana. Ach, so schön. Ah, yes. Enterhaken. Ich liebe den Enterhaken jetzt schon. Ah, ich liebe Enterhaken. Und was ich auch liebe, sind diese Röhrenmonitore, die hier stehen. Ah, ist das geil. Ah, geht auch an die Dinger. Okay. Cool, cool. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Wer hätte es gedacht? Die Beseitigung der alten Türen hat meine Untersuchung des Verschwindens von Schnittern in der Region zensiert, erheblich behindert. Aha. Dieser ganze Prozess des Übergangs zum neuen System ist ein einziger Albtraum. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass viele Kollegen in dieser Region tätig waren, als die Anordnung erfolgte, sie einfach abzuschneiden. Noch bedenklicher erscheint es mir aber, dass jede aktive Erntemission in dieser Gegend ebenfalls aus dem System entfernt wurde. Irgendwo da draußen gibt es eine Seele, die nicht rechtzeitig geerntet wurde. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Wir alle wissen doch, was mit Seelen passiert, die ihren Todeszeitpunkt überleben. Wissen wir das alle, ja? Was passiert denn damit? Ich schätze mal, sie werden unsterblich und wandern halt so lange herum, bis sie geerntet werden. Würde ich jetzt mal tippen. Jetzt bist du wieder... Ach so. Tatsächlich am Anfang rauskommen. Cool. Darf ich da auch ran? Nein. Also nur die Kleinen. Hier ist eine Telefonzelle. Klick. Das Telefon scheint mit gar nichts verbunden zu sein. Ja, kein Wunder, wir sind ja auch in der... im Jenseits. Aber wir haben jetzt den Enterhaken. Oh, das freut mich. Ich würde mich gerne jetzt überall umgucken, aber das lohnt sich jetzt halt erstmal nur hier in der... im Jenseits. Oh, dieser Waage rechnet damit, dass hier bald etwas richtig Großes passiert. Weißt du vielleicht was davon? Ja, ich habe so eine Vermutung. Oh, hi, seid ihr süß! Bartelplauz, Chef, dass ich jetzt dieses... Keine Ahnung, wieso sich da jemand beklagt hat. Die Kleinen sind doch sowas von knuffig. Und sie mögen dieselben Filme wie ich. Ach, da ist Vaga, hi. Ich sitze nur hier rum und fütter die Vögel, aber meine Freunde mögen alle nichts vom Fußboden essen. Er ist so seltsam. Habe ich genug, um zu skillen? Ich könnte Speed skillen, dafür bin ich aber zu faul. Ja, wobei... Wer faul ist, wird nicht lange leben. Was habe ich denn hier gefunden? Aha, aha. Wo führt mich das denn hin? In ein weiteres Archiv. Ach, schön. Und noch eine kleine Tür. Maßstabsgetreue Modell einer Schnittertür gefunden. Es hat keine Funktion und wurde vermutlich angefertigt, um die Entwürfe für die heutzutage von Schnittern verwendeten modernen Türen zu beurteilen. Hier. An diesem Türmodell ist ein Zettel befestigt. Sie sind schmaler, leichter zu gebrauchen und zuverlässiger. Anders als der klassische Entwurf benötigen sie keine unbearbeiteten Seelen.
Wir werden eine Kammer bereitstellen, welche die Seelen für das Energienetz aufbereitet, das die neuen Türen versorgt. Alles wird von der Kommission automatisiert und selbst kleine für Einkäufe verwendete Seelen werden wieder in das System eingespeist. Okay. Interessant. Aber wurde uns nicht gesagt, dass unsere Türen Seelen noch brauchen? Wobei jetzt, wo er es sagt, die Boss-Türen, die alten, antiken Türen, die brauchen immer Seelen. Und unsere Türen, wo wir durchgehen, die brauchen unsere Seelen ja nicht. Ha. Ich habe den Schnabel voll von diesem Job. Ich habe in den Notizen des Ermittlers gefunden, der die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Schnitteln und der Versiegelung all dieser aktiven Türen untersuchen wollte. Dieser Lord der Türen gibt keine zwei Funkler um uns krähen. Wofür denn all dies? Ich und ein paar andere Schnitte, die ich überreden konnte, mitzukommen, gehen jetzt in die verbotene Region und sehen, was wir dort finden. Ich hoffe, wir können ein neues Leben ohne die Kommission beginnen. Uns erwartet eine neue Herausforderung. Hehehe. Ach! Mensch. Wager! Was aber? Interessant. Wager war so... Dann ist der Wager tatsächlich der einzige, von dem wir den Archiveintrag gefunden haben, der noch lebt. Erzähl doch mal, warst du jemals im Gebirge? Wenn sich die Gelegenheit bietet, solltest du dir das wirklich mal ansehen. Berge sind die Krone der Schöpfung, die Titanen der Natur. Hat er ja nicht unrecht. Gut, das habe ich trotzdem nicht geskillt, aber ist mir jetzt auch wurscht. Wir gehen jetzt zurück in die Burg Schlüsselstein. Und dann... mache ich hier einen kleinen Break, damit ich mal lüften kann. Und dann können wir hier gleich weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Death Store. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.